Also, bei dieser Gesprächsgrundlage über die Grundsicherung, die angeregt wurde von ein paar Usern aus öffentlichen oder auf öffentlichen Plattformen, wäre noch ergänzend hinzuzufügen, dass es darf nicht so ausgelegt werden, dass derjenige, der dann die Grundsicherung, also dieses Mindesteinkommen hätte, also etwa abgeschlachtet wird im sozialen Leben, dass man sagt, ja, mit dem kannst du aber dafür keine Familie gründen, weil der ist so ein loser Typ oder der ist so barmherzig oder der ist so irgendwo so mitgesinnt, dass er sich dann im Laufe seines Lebens, also im Lebensvollzug, nicht durchsetzen wird können, wenn er schon in Jugendzeit oder in besten Mannesjahren sagen sollte, ich gebe mich zufrieden mit einem kleinen Einkommen, ich bin nicht kampf- und rivalisierungsbereit, dann würden viele das ausnützen und zu sagen, ja, dann ficken wir 7 Mädchen und machen 333 Enkelkinder und du brauchst nichts. Also genauso ähnlich ist es ja uns allen gegangen, den Intellektuellen. Denk einmal, Erich Fromm, denk einmal, es hat so viele zahlreiche Albert Einstein und große Erfinder, Denker, theoretische Physiker gegeben und große Nobelpreisträger, die selbst zu keinen einzigen Nachwuchs oft gekommen sind, verstehst? Weil die verhassen diese nekrophilen, blutgierigen Rattentiere dann so kannibalisch werden, verstehst? Wenn die sehen, du bist mild gesehen, du wärst zufrieden nur mit Wasser und Brot und einer kleinen Wohnung, die nicht dir gehört, verstehst, mit ein paar Quadratmeter, wovon kein Ziegelstein dir gehört. Und das ganze Leben wirst du so zufrieden sein und bettelst und bittest und wimmerst und versuchst das mit allen Rechtsmöglichkeiten zu erreichen, dann würde der da alles missgönnen, verstehst? Weil dann sieht er, dass er glaubt, du bist ein schwächeres Tier. In Wirklichkeit bist du nur anmutiger, sanftmütiger, viel tapferer und bürger und opferbereiter. Aber das erkennt der ungebildete, also dieser blutreudige, kannibalenträchtige Zeitgenosse nicht an. Und da müsste, also das geht nur dann, so wenn das durchgeht, was Barack Obama, also Hussein Obama II. Meint, durch ein humanes Bildungsschiene, die wirklich Freude macht und die Vitalität, tonusbildend, Kräfte spendet und aufbaut, dass der Mensch in seiner Tugendhaftigkeit so gestärkt ist, in seinem Gemüt, in seiner Geisteswelt so gebildet ist, dass er das begreift, dass der andere da nicht schwächer ist, sondern dass er gerade aus dieser Ursache heraus, weil er nicht so materialistisch und nekrophil denkt, viel eher die Möglichkeit hat, anstatt jetzt gar kein Kind, vielleicht 4 zu zeugen und gut groß zu ziehen, weil ja diese Männer, zum Beispiel diese Nobelpreisträger, diese hohen Menschen, diese grundgebildeten, intellektuellen, gescheiten Menschen, ja, sehr hochbegabt sind, auch Kinder wieder weiterzuführen, ohne viele Hilfe, verstehst? Weil wenn ein Mann 18 Sprachen perfekt beherrscht und selber mehrere Studienrichtungen gemacht hat, verstehst? Dann ist er das eigentlich der beste Vater. Also der hätte die Voraussetzungen, die Zeit, die Güte und alle Qualitäten. Aber gerade dem wird es versagt. Und der total gehässigen, dieser ungeschlachteten diesen räudigen Menschen zugespielt, die Geschöpfe. Und genau das ist ja verkehrt, verstehst? Also muss man aufpassen bei Grundsicherung, dass man sich nicht die eigene Schneid damit abkaufen lässt. Verstehst? Weil manchmal habe ich gesehen, in der Realität ist es besser, wenn man sagt, ich bin ein beinahe Geschäftsmann. Dann haben die anderen schon ein bisschen Respekt, verstehst? Oder wenn man manchmal behaupten würde, da lasse ich mit mir nicht sprechen, da gehe ich über Leichen. Verstehst? Dann hat der andere eine gewisse Furcht, eine Ehrfurcht sozusagen. Verstehst? Aus dieser schlüssigen Haltung, dass ich ihm gleich sage, da
kommst du nicht drüber, verstehst? Aber wenn du immer gedückter gehst, verstehst? Immer so. Und dann kann dir widerfahren, dass du von einem Übel ins nächste getrieben wirst. Also, so wie alle Männer haben sich herunterziehen lassen auf Damenfahrern. Die besten Generäle, das war ein General, verstehst? Der hätte jetzt Draken fliegen können, statt Trikolore wäre dieser Mann jetzt drin. Verstehst? Admiral, General, Kommandeure. Aber alle runtergebissen. Und jeder hat sich das irgendwie durch diese schleichende Vorgänge 20, 30 Jahre Kalter Krieg gefallen lassen müssen irgendwie, weil er da angeschlichen worden ist, angeblutet, ausgeblutet, verstehst? Von hinten hinein. Das ist das. Als aufpassen mit Grundsicherung, dass du dir nicht selber so ein Grab schmiedest. So ähnlich wie es Mahatma Gandhi gegangen ist. Aber der war sehr stark, verstehst? Der hat viel Leid und Bürde in Kauf nehmen müssen, dass er sich so tapfer halten konnte. Und dann ist er aber doch wieder am Lebensabend wie Jesus Christus abgeschlachtet worden. Mit einer Kugel. Also gewalttätig. Hingestreckt. So ist es vielen gegangen.